In Hannover gibt es sicherlich viele Ecken, an denen man sich gern bewegt und aufhält. Aber leider ist auch das Gegenteil der Fall. Besonders jenseits der Innenstadt gibt es Orte und Plätze, die langsam verfallen, ohne dass jemand gegensteuert. Mein Kollege Gunter Wollny hat am Roderbruchmarkt ein solches Beispiel gefunden. Wissen Sie, wie viele Brunnen es in Hannover gibt? Es sind tatsächlich mehr als 50 wasserspendende Anlagen, die, wenn sie gut gepflegt und instand gehalten, besonders an warmen Sommertagen Anziehungspunkt nicht nur für Touristen, sondern auch für die Hannoveraner selbst sind. In Hannover sprudelt das Brunnenwasser an vielen Stellen, so wie hier vor dem neuen Rathaus, vor dem Hauptbahnhof, auf dem Mittelstreifen des Friedrichwalls am innerstädtischen Leineufer oder im Pelikanbrunnen am Rand der Eilenriede. Nun verbessern Brunnen nicht nur das Mikroklima eines Stadtgebietes, sondern machen eine Stadt auch lebendiger, laden ein zu einem kühlen Fußbad, manchmal auch zum Kaffeetrinken, zum Unterhalten oder einfach zum Ausruhen. Einige der Brunnen stammen noch aus der Zeit des unzerstörten Vorkriegs Hannovers, wie etwa der Holzmarktbrunnen aus dem Jahre 1896. Andere Brunnen sind erst in den vergangenen Jahrzehnten hinzugekommen, so 1976 der Blätterbrunnen in der Ständerholzstraße oder sogar erst 1981 der Brunnen auf dem Roderbruchmarkt. Dieser vergleichsweise junge Brunnen im Roderbruch bietet jedoch seit dem letzten Jahr einen erschreckend trostlosen und verwahrlosten Anblick. Seit einigen Monaten versperrt sogar noch ein Bauzaun den Zugang zum Brunnenplatz. Wir treffen uns mit dem Bezirksbürgermeister für Buchholz-Kleefeld, Henning Hofmann, und wollen von ihm erfahren, was mit dem Roderbruchmarktbrunnen geschehen ist. Nun, im letzten Jahr sprudelte Wasser hier auch noch. Dann sind aber Ausbesserungsarbeiten durchgeführt worden und im Rahmen dessen ist festgestellt worden, dass leider eine Grunderneuerung notwendig ist. Deswegen ist zurzeit aus verkehrssicherungstechnischen Gründen der Brunnen das gesamte Areal stillgelegt. Statt ausbessern, also jetzt nun doch komplett sanieren. Und das wird bekanntlich teuer. Warum so lange gewartet wurde, bis Ausbessern nicht mehr ausreicht und die Kosten nun explodieren, dafür hat Henning Hofmann eine Erklärung. Wir haben alle keine Röntgenaugen gehabt und wir konnten nicht sehen, dass die Wurzeln der Bäume das ganze Fundament sehr kaputt gemacht haben. Das ist jetzt erst bei diesen Ausbesserungsarbeiten leider festgestellt worden und deswegen die Kosten in Höhe von insgesamt geschätzt 120.000 Euro, 80.000 Euro, nur allein für die baulichen Maßnahmen Treppe und Mauerwerk, 40.000 für das Auswechseln der Bäume. Wie geht es aber nun weiter? Denn der Absperrzaun um den Brunnenplatz steht inzwischen viel zu lange. Und er droht zur Keimzelle weiteren Verfalls im Stadtteil Roderbruch zu werden. Auch hier gilt ganz klar die Broken-Window-Theorie. Hier muss akut, dringend gehandelt werden. Es reicht uns als Bezirksrat und auch für die Menschen hier im Roderbruch reicht es nicht aus, dass es bislang nur die Aussage gibt, sofern möglich, dass man in 2015 beginnen soll. Nein, ich sage ganz klar, in diesem Jahr muss mit der Sanierung noch begonnen werden. Am besten sogar, dass sie abgeschlossen wird. Das ist die Forderung. Anwohner und Besucher des Roderbruchmarktes hoffen nun darauf, dass die Ankündigungen der Politik keine leeren Worte bleiben und nach einer schnellstmöglichen Sanierung auch hier auf dem Roderbruchmarkt spätestens im nächsten Sommer das Wasser wieder sprudelt, wie an vielen anderen Brunnenplätzen in der Landeshauptstadt Hannover.